Alles rund um Googles Hangout on Air, heute hier bei Computertipps. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computertipps. Auf YouTube wird das Thema Google Hangout on Air ja im Moment heftig besprochen. YouTube bietet also jetzt die Funktion an, auch Livestreams mit dem Kanal zu verbinden und diese dann zu senden. Will man das dann machen, nachdem man die Plugins installiert hat, kommt dann das Schild, worauf steht, dass dieser Dienst in dem Land in Deutschland nicht verfügbar ist. Ärgerlich ist, dass in fast jedem Land dieser Erde dieser Dienst funktioniert, Google Hangout also genutzt werden kann, nur Deutschland scheint da ausgenommen. Doch wo liegt der Grund da drin? Warum ist es nur in Deutschland so, beziehungsweise auch in ein paar anderen Ländern, aber in den meisten tatsächlich funktioniert es? Grund hierfür scheint der Rundfunkstaatsvertrag zu sein. Dieser sieht eine ganze Menge vor und beschränkt dann halt die Rechte, beziehungsweise sagt, ab wann man so einen Livestream anmelden muss, also eine Lizenz kaufen muss und somit dann halt auch als Rundfunk gilt. Auf den Landesmedienanstalten, auf der Website von denen, kann man so eine Checkliste mal angucken und da wird dann halt beschrieben, was so ein Livestream halt ausmacht, der eine Lizenz braucht. Da ist zum Beispiel der Punkt 500 Zuschauer genannt, das heißt, alles was über 500 Zuschauern ist, muss angemeldet werden. Nun wird Google natürlich der Vorschlag gemacht, dass man die Zuschauerzahl auf 499 begrenzen soll. Aber das ist ein kleines Teilchen, denn der Rundfunkstaatsvertrag sieht natürlich noch viele weitere Sachen vor. Auf der Checkliste steht nämlich auch, dass so ein Livestream angemeldet werden muss, wenn er regelmäßig erscheint, wenn er redaktionell vorbereitet ist und so weiter und so fort. Und für einen privaten Mann bzw. für eine kleine Firma wird es wahrscheinlich, also wird es gar nicht so teuer sein, so eine Lizenz zu kaufen. Und das geht alles noch, man kommt wohl auch dran. Aber für ein Unternehmen wie Google bzw. YouTube ist das natürlich schon eine ganz andere Größe. Deswegen verstehe ich Google da auch, wenn sie es nicht anbieten. So, das ist also das Problem. Es hilft also eigentlich gar nichts, die Zuschauerzahl auf 499 zu begrenzen, weil es halt ganz andere Regeln da dort noch gibt. So, das wird aber von den meisten nicht beachtet. Das dazu. Ja, was kann man machen? Im Prinzip kann man eigentlich nicht so viel machen, denn das ist ja nun beschlossen. Allerdings wurde zum Beispiel von dem Semper-Video empfohlen, dass sich viele YouTuber sozusagen zusammentun, viele was darüber machen, viele was auf YouTube halt zeigen und so dann halt auch Politiker auf die Seite von sich ziehen. Denn in allem sind sich wohl alle einig, dieses Gesetz ist eigentlich schon überholt. Das ist von, keine Ahnung, 90er Jahren oder ich weiß es nicht genau. Ich habe es letztens erst gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Und es hat sich alles ein bisschen geändert in dem Netz. Jetzt wollen auch andere da mitmischen, auch kleinere Leute. Und klar, ich fände es auch ziemlich cool, wenn auf YouTube diese Livestream-Funktion funktionieren würde. Tut es aber leider nicht. Und dann kann man sich halt entweder zusammentun oder das Ganze halt sein lassen und sich damit abgeben. Was denkt ihr zu dem Ganzen? Habt ihr noch neue Infos? Schreibt's in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und ich bin gespannt auf das, was da alles so kommt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann klickt auf Gefällt mir und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.